Vielleicht kannst du an die Leiter hier ran. Das sieht doch gut aus. Warum sind eigentlich die anderen drei, die ich da hatte, irgendwann einfach mal zurückgeblieben? Also nicht geistig, sondern in der Tatsache halt. Außer die konnten keine Treppe steigen da an der Stelle. Ja, Treppe, nicht leider. Treppe. Weil bevor wir zum Kohleofen kamen, mussten wir irgendeine Treppe hinauf. Das war ein bisschen zu knapp. So, drehen wir mal hier. Bringen das hier irgendwie nach oben. Brauchen wir bestimmt, damit wir den Kohleofen befüllen können oder so. Okay. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. So auf gar keinen Fall. Okay, also der Waggon geht auch mit der Zeit wieder runter. Die Frage ist nur, was und warum sollen wir hier erwischen, wenn wir hier an den Waggon dranhängen quasi. Weil man kann ja da an den Griff dieser Lore da unten irgendwie ran. Denke ich mal, ganz stark. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist, warum und wie? Durchs erste DLC sind wir relativ lockerflockig durchgekommen. Hier stelle ich mich heute mal wieder irgendwie auf Mammut auf. Bevor wir hier das hoch machen. Ich will einmal hier ganz kurz testen. Sehe ich von hier aus dann irgendwas, was wir dann ganz toll hier erreichen können? Wir müssen haken, aber ich glaube, der ist Deko. Ups, abgerutscht. Hier irgendwas. Also ein Klapperaffe. Und ein Button. Push der Button. Aha. Ein Auge, ja. Ist das hier so einer von den Beobachtungsräumen? Einer von den Räumen, die wir so in dem Hauptspiel schon mal gesehen haben? Hier wirklich so aus wie so ein Beobachtungsraum. Dass ich hier jemand einfach hinstelle und jetzt, ne? So, ich gucke mir das hier mal an. Aber da ist anscheinend jetzt auch aktuell niemand drin. Okay, sobald ich mich davon weg bewege, schließt sich das Ding. Okay. Gut, so viel dazu. Dennoch weiß ich jetzt nicht, was uns diese komische Kohlewaggon da bringt. Kann ich den vielleicht nach unten bewegen? Tatsächlich, ich kann ja auch nach unten bewegen. Vielleicht ist das einfach das Rätsel Lösung und ich war bisher einfach zu blöde. Ups. Daneben. Dann muss ich also über die Kisten dann quasi zurück. Oder, okay, jetzt ist der schon unten. So, und den müssen wir jetzt zu zweit schieben in irgendeine Richtung. Dafür sind die Dinger. Okay, zu zweit müssen wir es nicht machen. Batsch. Hat den Wichtel nicht gestört, das ist schon mal schön.
und schieben es halt in die andere Richtung. Okay. Wir müssen wohl wirklich schieben. Ziehen ist nicht so gut. Nein. So. Er hilft, wo er kann. Er war immer sehr bemüht. Ist aber nicht, ne? Also mehr schieben ist nicht. Puh, dann ist natürlich die Frage, muss er überhaupt hier hin? Muss ich drüben einfach die Tür aufkriegen? Muss ich hier die Tür aufkriegen? Muss generell irgendeine Tür aufkriegen, sonst brauche ich hier gar nicht irgendwie was schieben. Die Frage ist, wie öffne ich hier irgendeine Tür? Ich würde ja denken, dass diese Tür hier auf muss. Wenn es so aussieht, als geht es ja generell auch weiter. Aber wie? Kann natürlich jetzt sein, dadurch, dass die Lore jetzt unten ist, dass jetzt da irgendwas in den Kontrollraum zu begutachten ist oder so. Mehr als gucken kann ich auch nicht. So. Ah, ich kann durch die Räume hindurch gucken. Das ist auf jeden Fall einer der Räume, die wir beobachtet haben. Oder wo wir gewesen sind. Ach, gucke mal. Oh, wie cool. Jetzt haben wir irgendwas geöffnet, oder was ist das? Vielleicht tatsächlich so gewollt, dass man einmal durch die Augen durchswitcht, ja? Oder auch nicht. Es hat sich hier jetzt nichts geöffnet. Okay, ich kann also nur diesen Raum sehen, alle anderen nicht mehr. Hier hat sich jetzt auch nichts geöffnet. Ich habe jetzt auch keinen anderen Hebel oder sowas hier. Aber irgendwas wird das ja wohl ausgelöst haben, weil bevor wir jetzt das Auge geschlossen hatten, hatten wir halt nochmal dieses eine Geräusch von dem Auge, dass es sich schließt oder öffnet, je nachdem. Ich weiß ja auch nicht. So kommen wir hier nicht durch. Ist jetzt auch nicht noch irgendwo so ein wichtiger Gefangen, oder? Vielleicht kommen wir hier rüber. Gehen wir durch die Luke und irgendwas ganz Tolles machen. Obwohl, nee, da sind wir hergekommen, ne? Ja, ja, ja. Da wollen wir nicht mehr zurück. Und hier, die Tür hat sich auch nicht geöffnet. Oben ist auch nichts. Hier geht's bestimmt nicht weiter, weil wir können hier nicht die nächsten Räume sehen. Okay. Hier hochklettern ist auch nicht. Kann auch einfach nochmal schieben. Okay, vielleicht, ich sehe da was. Hier oben ist so ein Schacht. Okay, so einfach geht's. Ich dachte, wir brauchen den Kohle-Dingens einfach
damit wir den weiter transportieren oder sowas. Aber nein. Okay, dann nicht. Hier ist irgendwie so eine halb kaputte Tür. Hier ein Hebel. Und ein Kohlemonster oder was? Ah ne, da sind Wichter, die in Kohle fühlen. Okay. Hui. Da wird schaukeln oder was? Wenn ich jetzt irgendwie da ganz gekonnt rüberkomme. Aber auch eher so, ne. Okay. Ich habe einen anderen Plan. Erstmal den hier kriegen. Ich drücke nicht. Bleib doch mal hier. Wichtel, Wichtel. Ich kriege nicht. Läuft immer dahin, wo ich nicht bin. Boah. Zipfel mit zu erwischen hier, während das Ding hier in Kohle wühlt, ne? Ja, ist einfach mal so viel schneller wie ich. So ein Gefühl zumindest, oder? Er macht zumindest die perfekten Kurven. Oh, jetzt hätte ich ihn beinahe gehabt. Na komm. Alter, der trägt mich voll aus. Okay. Und nochmal. Bleibst du wohl hier? Bleibst du wohl hier? Ich habe das Licht, das wird dich leuchten. Oh. Ich laufe, glaube ich, immer so ein Fitzig hier manchmal auch dran vorbei und das reicht halt einfach schon. Och, und dann immer diesen Waggon, den ich hier treffe, ne? Ich krieg ihn nicht. Kannst du machen, was du willst. Und ich denke mal, man braucht den Wichtel, um den an das Ding dazu werfen, damit ich mich dranhängen kann, damit dann wir zum anderen kommen. Für, ich weiß noch nicht. Oh, ich hab ihn. Endlich. So, fertig gekuschelt hier. Und scheiß mit dieser Scheiße. So, komm. Und hepp. Bum. Bum, 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 bum. Ja, da willst du ran, das können wir machen, gar kein Problem. Wenn ich dich kriege. Hallo? Ist nicht? Oder ist das jetzt so, dass du dich da an mich ranhängst? Kann ich nicht greifen mehr. Also gar nicht, gar nicht. Ich kann ihn nicht mehr greifen. Er springt zwar auf, wenn ich in seine Nähe springe. Aber das war's auch schon. Ich kriege den Penner nicht gegriffen. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist.
Bitte warten.